Vielleicht bist du ja auch so ein Mensch, der sich immer mal wieder Ziele setzt und oder so eine sogenannten Neujahrsvorsätze sich vornimmt und langfristig dann doch wieder scheitert. Das passiert ganz oft da draußen, das sehe ich immer wieder. Und darüber will ich heute mal mit dir sprechen, was das im Hundetraining quasi ausmacht, wenn du dir Ziele setzt, aber überhaupt nicht dran bleibst, was das mit dir macht. Ist ganz spannend. Ich gehe aber raus jetzt, mache heute wieder ein kleines Selfie-Video und nehme dich mit. Also, bis gleich. Ja, ihr Lieben, ich bin Steve Keil, zertifizierter Hundetrainer und ich bin heute wieder mit meiner Bande, da ist Alice und da der Hey Hey unterwegs und ich habe Lust auf ein YouTube-Video im Selfie-Style, weil wir gerade ja zu einem coolen Aussichtspunkt gehen, wo ich euch auch mit hinnehmen will und ich freue mich, dass ihr hier seid auf unserem Kanal quasi und Bock habt, euch wieder einen kleinen Tagesimpuls zu holen und wir wollen heute, wie angekündigt, über Neujahrsvorsätze sprechen. Falls ich ein bisschen schniefe, es liegt daran, dass ich gerade zig hunderte Höhenmeter hinter mir habe, also verzeiht mir das, bin auch nicht mehr der Jüngste und das hat auch schon ein Stück weit was mit meinen Neujahrsvorsätzen nachzutun, weil auch ich habe einige Neujahrsvorsätze, die ich zum Ende hin mit euch teilen will. Aber heute geht es jetzt erstmal darum, Neujahrsvorsätze, was das mit dir macht, wenn du sie nicht einhältst, welche Fehler man da macht. Und deswegen kommt das Video jetzt auch spät, sage jetzt mal so Ende Januar, recht spät, weil aus Erfahrung, dass die meiste Zeit ist, wo die Leute aufgeben. 3-4 Wochen und dann ist Schicht im Schacht. So, dass man sich grundsätzlich Neujahrsvorsätze macht, finde ich gar nicht schlimm. Das ist menschlich. Das macht man. So ein neuer Abschnitt im Leben, neues Jahr. Man nimmt sich wieder so Sachen vor. Und die können ja unterschiedlich sein. Abnehmen, mehr Sport, gesünder leben oder sich selbst und mit seinem Hund, also die Beziehung, ein bisschen aufpimpen, Hundetraining wieder ernst nehmen, die Beziehung verbessern, mehr machen gemeinsam und das finde ich grundsätzlich erstmal richtig, richtig cool. So, da vorne ist eine Bundesstraße. Deswegen mache ich jetzt erstmal hier eine Pause und quatsch erstmal zu Ende. Hey, hey, und Alice müssen natürlich erwarten. Was ist das große Problem bei Neujahrsvorsätzen? Also welche Fehler ihr ganz, ganz oft macht und was am Ende des Tages hinten rauskommt. Wenn man sein Hundetraining verbessern will, ist es ja ganz wichtig, sich Ziele zu setzen. Und da fängt schon das erste Problem an. Die meisten Menschen setzen sich Ziele, die objektiv erstmal gut gemeint sind, aber viel zu groß. Viel zu groß. Beispiel, der Hund ist, ich sage jetzt mal, so gut wie gar nicht abrufbar. Gerade bei Außenreizen, Wild oder fremde Hunde oder so. Und das ist jetzt dein Ziel. Und dann gehst du jetzt ran ans Training. Und dann kommt das nächste Problem schon. Du gehst sofort in das Problem, in den Konflikt und trainierst da. Und das ist richtig blöd, weil du meistens gar nicht die Probleme siehst, die vorher schon stattfinden. Zum Beispiel Nervosität, generell schlechte Aufmerksamkeit, gar keine richtige Orientierung, gar keine richtigen Hausregeln, weil du gar nicht erkennst, dass dein Problem tatsächlich erstmal noch viel, viel kleiner ist. Also du musst viel kleinere Schritte gehen. Deine Ziele sind vollkommen okay, aber teile diese Ziele in einzelnen Steps auf. Weil ansonsten wirst du nach 2-3 Wochen eigentlich permanent mit einem Lächeln ins offene Messer rennen, schlechte Laune haben, frustriert sein, was völlig normal ist, und wieder abbrechen. Das ist genauso wie beim Sport. Die Leute setzen sich als Ziel, jetzt mehr Sport zu machen, melden sich im Fitnessstudio an und laufen dann in den ersten 2 Wochen ein übelstes Workout-Programm her, also wo sie Muskelkater völlig am Arsch sind und völlig viel zu viel, anstatt sehr, sehr klein anzufangen und hinten raus viel, viel mehr Sport zu machen. Und das rate ich dir auch bei der Zielsetzung. Das nächste ist, dass man sich, dass es eigentlich zusammenhängt. Man setzt sich viel zu große Ziele. Man geht völlig falsch an die Sache ran, weil man keinen Schritt-für-Schritt-Plan hat. Und am Ende ist es so, dass man in diesen Schritten, also auf diesem Weg quasi, viel zu viel rumexperimentiert, weil man gar kein richtiges Handwerk hat. Also das bedeutet, heute ist es eine Pfeife, morgen ist es ein Kommando, dann mit Futter, dann mit Spielzeug. Und also egal, was jetzt im Hundetraining, worüber wir jetzt gerade sprechen. Und man ist selbst durcheinander. Also das Gefühl der Planlosigkeit beginnt. Und dann kommen wir auch zum letzten Problem, was dann auftritt. Das ist nämlich
diese mangelnde Wiederholung und diese wirkliche Disziplin. Und das ist kein zu unterschätzendes Problem. Du bist aber nicht diszipliniert, wenn du, wie soll ich das sagen, wenn du die ersten Schritte davor falsch machst, weil du keinen Sinn dahinter siehst, weil die Probleme auftauchen, weil du dich dann in einer Abwärtsspirale begibst und deswegen bist du auch nicht diszipliniert. Weil Disziplin ist jetzt nicht, was du unbedingt lernen musst, sondern Disziplin kommt automatisch, wenn Sachen Sinn ergeben und es sich positiv und gut anfühlt, weil du Erfolgserlebnisse hast. Erst dann wirst du diszipliniert. Das ist bei uns ganz genauso. Ich habe ja auch immer wieder Projekte. Ich halte mich da auch immer wieder dran. Es gibt natürlich auch Sachen, wo ich scheitere. Also jetzt bitte nicht falsch verstehen. Aber die Sachen, die mir wirklich wichtig sind, die ich wirklich ändern will, die packe ich auch. Und jetzt wollen wir noch drüber sprechen, was jetzt am Ende des Tages passiert, wenn du das immer und immer wieder machst. Und das ist richtig mies. Und darüber sollst du auch nachdenken. Wir werden jetzt aber erstmal ein paar Meter weitergehen, weil mir meine Knie wehtun, wenn ich hier so ewig hocke und meinen Fuß. Das heißt, ich leine meine Hunde jetzt erstmal ganz entspannt an, weil wir über eine Straße laufen müssen. Und dann quatschen wir weiter, was das Endergebnis jetzt quasi ist, wenn du diese ganzen Schritte falsch machst und ständig wieder abbrichst. So, jetzt angeleint. Los geht's. Was passiert jetzt mit dir, wenn du dir Neujahrsvorsätze machst? Muss jetzt nicht unbedingt Neujahr sein, kann auch mittendrin im Leben sein, einfach weil du was verändern willst bei dir selbst und bei deiner Mensch-Hund-Beziehung. Du aber immer wieder abbrichst, passiert Folgendes. Und zwar, du belügst dich selber. Und was Schlimmeres gibt es eigentlich nicht, weil wenn du dich selber belügst, wirst du immer mehr einen Glauben entwickeln, dass du es nicht kannst, dass du nicht fähig bist. Und am Ende ist es so, als wenn dein bester Freund dich belügt und du kein Vertrauen mehr hast. Und genau das ist das, was passiert. Du hast kein Vertrauen mehr in dir selbst und bestätigst dich nachher immer wieder selbst. Siehst du, Steve, also ich bleibe jetzt mal bei mir, du hast es wieder nicht geschafft, wusste ich doch. Kannst du dir auch sparen, irgendwie was zu machen. Und genau das passiert mit dir. Und darüber musst du unbedingt nachdenken. Ich erzähle dir mal ein Beispiel. Du hast einen besten Freund oder eine beste Freundin, was auch immer, und vertraust der... Oh. Hey, da wird's gar so kalt, weil wir weit oben sind. Du erzählst deinen besten Freund, deiner besten Freundin ein Geheimnis. Irgendwas, was dir wichtig ist. Und dieser Freund oder diese Freundin erzählt das 2-3 Wochen später weiter. Richtig miese Nummer. Da bin ich auch sehr pingelig, kann ich überhaupt nicht leiden. Dort ins Tal, aber das sieht man nicht. Kann ich auch überhaupt nicht leiden, weil sich das einfach nicht gehört. Man hält sein Wort. Ja, so bin ich gestrickt als Mensch und ich kann sowas überhaupt nicht leiden. So, das macht mit dir auch etwas. Und zwar, es entwickelt sich Misstrauen. So. Beim ersten Mal vielleicht sagst du, gut, alles klar, nicht schlimm, sorry. Aber jetzt passiert das 2-3 Monate später nochmal. Und dann passiert das regelmäßig. Jedes halbe Jahr, immer im Intervall, passiert das. Dein bester Freund, Freundin belügt dich. Erzählt Sachen weiter. Und jetzt mal ganz ehrlich, was passiert mit dir? Innerlich, mit dir, kann ich dir sagen. Du vertraust dem nicht mehr. Du erzählst ihn immer weniger. Du wirst immer weniger mit ihm zu tun haben. Du wirst immer weniger Zeit mit ihm verbringen und immer weniger Lust haben, mit dem was zu machen. Und dieser beste Freund oder beste Freundin, das bist du selbst in deinem Kopf. Und genau das passiert. Und darüber musst du unbedingt nachdenken, weil du traust dir irgendwann selber nicht mehr über den Weg. Und deswegen scheiterst du nachhaltig in deinem Training. Es ist nicht wichtig, welche... Also, nein, das stimmt nicht. Es ist schon wichtig, welche Strategie du im Hundetraining jetzt anwendest. Welchen Plan du hast, wie kleinschrittig du arbeitest. Das machen wir ja auch bei uns im Coaching. Also jeder unserer Kunden, vielleicht habt ihr Bock hier mal drunter zu kommentieren. Also meine lieben Kunden, dass das so ist. Dass wir kleine Strategien haben, Pläne und so weiter und so fort. Aber am Ende des Tages ist es egal, wenn du nicht an dich glaubst. Wenn du nicht ins Handeln kommst,
wenn du dir nicht selber vertraust, dass ich das schaffe, wenn du Spaß entwickelst, wenn du diszipliniert bleibst, Erfolgserlebnisse hast und dran bleibst. Machst du das nicht, geht's bergab. Und das geht Millionen Menschen so. Und deswegen ist ja auch so wichtig, dass man jemanden an seiner Seite hat, der das weiß, der das 100-mal selber durchgelebt hat, der das tausende Male jetzt schon mit anderen Menschen durchlebt hat. Ist ganz, ganz wichtig. Jetzt werden wir erstmal zum Aussichtspunkt gehen. Freue ich mich schon drauf und dann erzähle ich dir, was wir so machen. Es ist immer wichtig, eine gewisse Kontrolle über deine Hunde zu haben. Auch in der Wildnis, einfach damit sie ansprechbar, orientiert und abrufbar bleiben. Ja, das ist ganz, ganz wichtig, dass wenn man zum Beispiel jetzt hier so stehen bleibt, dass seine Hunde mitstehen bleiben. Ja, dass man auch hier genau immer eine gewisse Orientierung hat, damit man ja jederzeit auch Zugriff hat und seinen Hunden auch die Möglichkeit des Freilaufes bietet. Ja. Finde ich ganz wichtig. Ja, wenn Alice jetzt zum Beispiel da reingeht, ist es wichtig, dass sie sich nicht verliert, so wie Hechel. Das bedeutet ganz einfach, dass sie nicht einfach raustreiben, 10, 20 Meter links und rechts rein, sondern dass sie immer wieder auf dem Weg bleiben. Wenn ich jetzt zum Beispiel stehen bleibe, dass sie das recht fix auch merken. Ja genau, hey, sehr gut. Ja, Alice braucht immer ein bisschen länger, ist immer ein bisschen jünger. Und dass sie vor allen Dingen auch auf den Rückruf hören, ja? Alice, hey, sehr gut. Sehr gut, ja. Jetzt sind wir gleich da, wo wir hinwollen quasi. So ihr Lieben, jetzt bin ich da. Warte, ich drehe mich gleich um. Richtig geil. Blick ins Bodetal. Wir sind direkt am Biberkreuz. Ich muss jetzt hier bloß ganz kurz mal die Lage checken. Nicht, dass hier unten im Tal Wild steht und ich nicht mitkriege und es verpenne. Aber pass auf jetzt. Wartet. Hey, Alice, los, ihr müsst schon mitkommen. Richtig geil jetzt, pass auf. Ich freue mich schon. Kleines Stück noch. Zack. Und da gibt es einen ganz tiefen Blick ins Bodetal. Da nehme ich euch auch noch mal ganz kurz mit. Es wirkt natürlich leider auf dem Handy immer nicht so, aber es ist ein richtig geiler Ort hier. Finde ich mega. Ich werde jetzt hier ganz kurz für euch ein Stückchen hochklettern. Mit einer Hand. Ich hoffe, ich habe noch ein bisschen was drauf vom Klettern. Und werde dann gleich das Dreibein aufbauen. Wahnsinn. Pass auf, hier ist das sogenannte Biberkreuz. Und hier ist der Blick ins Tal. Sieht natürlich absolut auf dem Handy nicht so geil aus, wie es in Wirklichkeit ist. Aber mega. Jetzt muss ich erstmal die Lage checken. Hier geht es ein bisschen bergab, dass da unten auch kein Wild ist. Und meine Hunde einordnen. So, jetzt habe ich das Dreibein aufgebaut. Jetzt kann ich ein bisschen entspannter stehen und euch noch ein bisschen abholen quasi. Was wir jetzt so machen, was so meine privaten Neujahrsvorsätze sind. Und ich habe natürlich auch ein paar Neujahrsvorsätze. Und die werde ich auch definitiv erreichen, weil ich ganz einfach immer so gestrickt bin, dass ich das, was ich mir für Ziele setze, die auch umsetze. Weil ich ganz einfach weiß, dass ich kleinschrittig denken muss und peu à peu anfangen muss. Und Punkt Nummer eins ist, was ich auch definitiv machen will, ist, dass die Firma an sich, also unser ganzes Team, noch wächst und viel, viel besser wird. Da habe ich richtig Bock drauf. Das macht so einen Spaß, weil wir so viele Menschen ändern, so viel Einfluss auf Mensch-Hunde-Beziehungen haben, dass wir das richtig, richtig nach vorne bringen. Aber das habe ich ja letztens schon in dem Video erzählt, so Jahresrückblick, ne, dass wir das verbessern wollen und so weiter. Darum soll es gar nicht gehen. Privat für mich gibt es auch so eine Sache, die ich definitiv machen will. Und das ist das, was ich jetzt hier gerade zum Beispiel schon mache. Und zwar einfach mehr Zeit ins Abenteuer zu gehen. Weil ich bin ganz tief im Herzen so ein kleiner Abenteurer. Ich muss aber zugeben, dass ich die letzten Jahre einfach kaum Zeit dafür habe. Und deswegen habe ich mir vorgenommen, ganz kleinschrittig meine Spaziergänge mit meinen Hunden viel, viel größer zu gestalten und auch immer coole Orte aufzusuchen und euch dann ein Stück weit auch mitzunehmen, ein Stück weit auch zu motivieren, weil das im Hundetraining extrem viel Sinn macht, rauszugehen, mit seinen Hunden auch zu arbeiten. Ne? Meine beiden Stromer da unten gerade rum, kann ich euch mal zeigen. Da ist die Alice und der Hey. Die dürfen jetzt auch gerade hier die Freizeit ein bisschen genießen.
Das heißt, ich möchte ganz einfach viel mehr Zeit mit meinen Hunden verbringen und vor allen Dingen auch mit meiner Familie. Und meinen Sohn will ich da quasi mit reinziehen und wir werden ja auch ein bisschen größer in der Familie. Da freue ich mich auch mega drauf, hat ja letztens schon gesagt. Und ich mache das aber kleinschrittig. Ich fange halt einfach an, täglich längere Touren zu machen und nicht einfach zu sagen, oh, jetzt immer 40 Kilometer so. Nein, ich mache es kleinschrittig, so wie heute. Und da wollte ich euch heute mitnehmen. Denkt an die Vorsätze, belügt euch nicht selber. Das macht ganz, ganz viel mit euch. Und wenn du da draußen mit deinen Hunden ein Problem hast und nicht so viel Spaß haben kannst, weil der Rückruf nicht klappt, die Orientierung nicht klappt, du körpersprachlich nichts verstehst, du deinen Hund generell nicht verstehst, weil er zerrt an der Leine, weil er bei Artgenossen pöbelt, weil du keine geilen Touren machen kannst, bist du hier bei uns genau richtig, weil wir coachen europaweit Mensch-Hunde-Teams digital und 1:1 in der Kombination. Und deswegen kannst du auch auf www.hundetrainer-stevekaye.de gehen und dich da bewerben für ein kostenloses Beratungsgespräch. Und dann checken wir, ob wir dir helfen können. Wenn du mehr von sowas sehen willst, was wir hier so im Alltag machen, kannst du auch auf Instagram gehen. Hundetrainer-steve-kaye. Da kannst du auch immer mal ein paar Fragen stellen, weil da machen wir immer so eine Fragerunde. Siehst du immer so täglich, so ja, in den Stories, was wir hier so machen, weil wir das halt öfters machen. Und du kannst auch sehr, sehr gerne in unseren Podcast reinhören, Hunde besser verstehen. Da kriegst du auch ein bisschen noch tieferen Input, hörst auch immer Kundenstimmen, wie was sie für eine Entwicklung mitgemacht haben. Und lass mal einen Kommentar da, ja, erzähl mal, ob das bei dir auch so ist mit den Neujahrsvorsätzen und so. Und ich werde jetzt hier noch ein bisschen die Aussicht genießen. Könnt ihr ja mal vielleicht mal drunter schreiben, ob ihr das cool findet hier, wenn ich euch immer mal wieder mitnehme. So auf Spaziergänge, was wir da so machen oder wo wir sind und ja, ob ihr Bock habt auf mehr Inspiration. Ich freue mich. Ich hoffe, wir arbeiten bald zusammen, damit auch du deinen Hund besser verstehst und so eine geile Mensch-Hunde-Beziehung hast wie ich. Macht's gut, ihr Lieben. Bis zum nächsten Video. Euer Steve. Ciao.